Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Sörenbude. Willkommen zur vielleicht letzten Folge von Deltarune Chapter 2. Ich kann ehrlich gesagt nicht einschätzen, ob wir es heute schaffen. Wir haben beim letzten Mal Snowgrave begonnen und so weit geführt, dass es wirklich keinen Rückweg mehr gibt. Wir haben Noelle dazu gebracht, jeden einzelnen Gegner in der Stadt einzufrieren, haben dadurch Ringe erhalten, die sie stärker machen und am Ende Birdly komplett auseinandergenommen. Und jetzt können wir hier oben einen Weg lang gehen, den wir letztes Mal nicht nehmen konnten. Da hinten sieht man eingefrorenen Gegner und wir folgen jetzt einfach einem Flur, bis wir hier hinten irgendwann zu einer Kanalisation kommen. Eine Leiter führt rein. Reingehen. Ja. Und ja. Die Snowgrave-Route ist deutlich kürzer als die originale, so wie Genocide in Undertale auch. Wir überspringen die gesamte restliche Stadt und sind direkt bei Queen's Mansion. Fun Fact: In der werden wir auch das meiste überspringen. Sieht aus, als hätten wir endlich die Fontäne gefunden. Ja, aber wo zur Hölle ist Chris? Chris! Wo zum Fick warst du? Wir hatten überall nach dir gesucht. Sogar Susi war besorgt. Hä? Nee, Lüge. Weißt du, sag uns halt Bescheid, Wende. Hey, Chris, alles okay? Du siehst irgendwie... Wenn du verletzt bist, Chris, Susi kann dich heilen. Ja, das stimmt. Ich bin jetzt Heilungsmeisterin. Ich bin krasser als Ralze, also. Wenn dich irgendwie verletzt hast oder so. Du könntest es mit einer Umarmung versuchen, wie ich vorhin. Halt's Maul und lass uns verpissen. Ja, hier haben wir bereits... Hä, ist das nicht? Der Typ von vorher, warum ist hier eine Statue von ihm? Das ist keine Statue, Susi. Hm? Verstehst du, jede dunkle Fontäne erschafft eine unterschiedliche Welt. Eine Welt, in der die Darkner den Willen der Fontäne reflektieren, aber... Auch wenn die in ihren eigenen Welten existieren können, könnten sie in einer anderen Welt vielleicht nicht dazugehören. Also wenn wir ihn zurück zum Castle Town bringen. Müssen wir. Ja. Ah, was auch immer. Und wir sehen, er blockiert das Café. Wir können nichts kaufen. Dafür werden wir keinen offenen Weg vorfinden, außer diese fette Abkürzung da. So. Queen's Mansion, ich glaube, die Musik ist anders als letztes Mal. Und schon sind wir ein gutes Stück weiter. Ach, wait a minute, nein. Ihr habt gerade schon gesehen, da war was komisch an der Mansion. Ihr kleinen Verdammten, kommt nicht hier herein, wenn ein Mann seine Form verändert. Wartet, wartet. Eine Sekunde, ist das mein bester Kunde? Dank dir und dieser Kleinen da lebe ich groß. Bald wird jeder in dieser Stadt aus meinem Piep essen. Ich glaube, niemand verschließt jetzt die Fontäne. Ich hoffe das mal, ich hoffe das. Ja. Denn im Prinzip in diesem Run haben wir es hier nicht mehr mit Queen's Mansion zu tun. Allgemein, Queen spielt gefühlt keine Rolle. Das Problem in diesem Run ist Spamton. Ja, wir kämpfen natürlich weiter, man muss es nicht. Snowgrave ist an diesem Punkt eingeloggt. Man kann es auch nicht mehr verkacken, soweit ich weiß zumindest. Ich wollte gerade sagen, von dem Angriff kann man sich ja gar nicht literally treffen lassen. Und damit meinte ich, bevor er die Kreise schießt. What the fuck?
Gott, bin ich bad. Wie schaffe ich es, mich von jedem Bullshit hitten zu lassen? Ich bin ja so scheiße hier. Als ob das in Range war. Diesmal habe ich es doch eigentlich ganz gut hinbekommen. Sekunde. Oh, ich bin eh blöde. Wir geben Susi einen CD-Bagel und sie macht Rootbuster. Ja, einen Hit habe ich noch kassiert, aber es ist... Ich werd bisschen besser. Es reicht anscheinend noch nicht. Jawohl, kein Hit. Und jetzt können wir. Fight, fight. Defend. Fight. Und heal. Und damit haben wir den Kampf gewonnen und noch ein paar HP angesammelt. Also, die ganzen Queen-Poster hier sind jetzt Spamton-Poster geworden. Und das da in der Mitte sieht ganz normal aus. Ich sehe kein Problem dran. Das hier. Geschlossen. Da mussten wir im originalen Run erst rein, aber hier nicht. Und das hier ist eine ganz neue Challenge. Ein kleines Labyrinth. Was passiert, wenn man auf die blauen Dinger tritt? Eigentlich ist das sogar gut für mich, weil ich kann doppelt defenden, heilen. Und die Dinger explodieren direkt. Machen dann den Weg frei. Und wir können weitergehen. Treten wir auf das Ding drauf. Heilen Chris hoch. Digga, das ist ja einfach ein... Hier kann man sich ja einfach gefühlt free hochheilen. Hier kann man sich gefühlt free hochheilen. Ich meine, es ist möglich, dass man mal getroffen wird, aber... Hier, ich heile deutlich mehr, als auch ein Hit Damage macht. Hier, 22 Schaden nehme ich. So, hier kann ich mir einen Weg jetzt frei machen. Ich würde behaupten, obwohl ich auf den Haufen getreten bin, war das letztendlich gefühlt die ideale Route. Weil ich halt jetzt... ungelogen full healed bin und dafür nichts gemacht habe. Aber jetzt brauchen wir die Leben auch. Hier kommt immer mehr, deswegen... Ja, ja. Oh mein Gott, 100%. Ich habe auch einige YouTuber gesehen, die das gemacht haben. Die haben dann versucht, langsam zu sein. Und dadurch wird es nur noch so tausendmal schwieriger versucht, hier durchzurennen. Rechts können wir nicht lang. Links haben wir wieder Bomben. Ah, die triggern aber bei Hits von jedem. Eins von den Dingern kann man auch zerstören, wenn man möchte, bevor sie in die Luft gehen. Aber ich persönlich finde das hier sinnvoller. So. Überall Spamtons Zeug. Die andere ist noch da. Gut, ich brauche nämlich noch ein bisschen Leben. Jetzt mal for real. Als ich das mal angeguckt habe, wie das hier aussieht, dachte ich, dass das tatsächlich irgendwie Hindernisse werden könnten. Aber die helfen ja literally mehr, als mir zu schaden. So, komm, full life. Ich weiß nicht, ob ich hier gerade irgendwie einfach...
habe einfach hier den Way, um diesen ganzen Bereich zu cheaten, gefunden. Okay, da wollte ich jetzt nicht mehr rein. Ich habe Full Life, dann nutzen wir mal eine Runde, um hier... Hui. Eins zu zerstören und werden getroffen. Aber egal, haben trotzdem deutlich mehr Leben als bevor wir in dem Raum waren. Noch eine Bombe dürfte nicht kommen. Tut's auch nicht. Die fette Statue ist bereits hier. Und Taskmanager. Wir müssen, glaube ich, alle besiegen. Aber ich werde auf jeden Fall erst auf den Taskmanager. Sehr schön. 80% der Leben sind da noch. Ich kann das Timing einfach nicht gescheit. Okay, das war dumm von mir. Wie viel braucht Rootbuster? 50. Das wird schon noch so ein Ründchen dauern. Ach, ich keck, man sieht schon vorher, wo der Angriff hingeht. So, ich könnte heilen, gehe aber lieber auf das. Zwei perfekte Hits, in der nächsten Runde werden wir den Gegner wegbekommen. Oh, da wäre ich bestimmt nicht getroffen worden, wenn das noch gefühlt eine Sekunde länger gegangen wäre. Dann würde ich sagen, Chris und Susie gehen schon mal auf. Bettviech. Damit haben wir eine Task und den Taskmanager weg. Und jetzt finishen wir das Ding und heilen nochmal Susie auf. Gerade eben hat mein Game geleckt. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat. Das ist kein John. Und jawohl, ich habe noch... Ich meine natürlich, das war alles geplant, denn jetzt kann ich mich nochmal hochheilen. Warte. Ich mache es jetzt ganz mathematisch. Da fehlen 32 Leben, da fehlen 35. Okay, diesmal war ich einfach nur scheiße, aber egal. So, weiter geht's. Taskmanager haben wir erledigt. Ich bin nicht unbedingt gut bei sowas, aber ich glaube, wir haben's. Ich bin übrigens froh, dass ich lesen durfte, dass ich anscheinend nicht der Einzige war, der gefühlt bei dem Tassen-Minispiel im Keller länger gehangen hat als beim Secret-Boss danach. Ah, hier müssen wir jetzt bereit sein. Der Gegner ist nicht schwach, wie wir wissen. Where wire? Schild gerade hier drüben. Ja, ein Hit haben wir da kassiert. Ja, gerade eben lande ich die Hits ganz gut. Das ist der ekelhafte Angriff auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich defende tatsächlich. Machen Rootbuster und benutzen Item. Kann einem vielleicht ein bisschen komisch vorkommen, diese ganze Kombi, aber... So. Dieser Angriff ist so ekelhaft. Ich bin scheiße dagegen. Jetzt machen wir zack. 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 Okay, den zweiten habe ich verkackt. Mach den Laserangriff, Junge! Also... Susie heilt sich selber, Ralsei auch. Thank you.
Hier, den Move darfst du ruhig öfter machen. Da habe ich kein Problem mit. Ich muss, wenn ich diese Runde heilen will, mit einem defenden. Ein guter Hit von Susi, immer wichtig. Ja, da kommt das Zeug. So, da können wir ein bisschen Damage rausbringen. Oh, Leute. Und wir können Rootbuster. Okay, ich weiß nicht, hoffentlich ist Red Safe früher dran. Nein. Weil das killt, war klar. Aber wir haben gewonnen. Haben hier jetzt noch eine Abkürzung nach unten, die irgendwie nicht viel bringt. Haben hier eine Abkürzung weiter können, aber hier auch nicht lang, weil das Schwanboot nicht auftaucht. Und die Tür ist eh verschlossen. Hä? Hey, da steht, dass das Noels Raum ist. Chris, lass reingehen und sie retten und, ihr beibringt uns nicht in den Weg zu kommen, weißt. Chris, meinetwegen, dann mach ich selbst. Chris, fragst du dich nicht, wie es da drin läuft bei Ihnen? Ich habe gesagt, fragst du dich nicht, wie Noel und Susi, wie es bei denen läuft? Du hast recht, Chris, es waren gerade mal 30 Sekunden. Ich warte erst eine Minute. Okay, lass uns gehen. Was? Warte, was? Warte, wir sollten doch... Hey, lass uns gehen. Warte, Susi, was ist da drin passiert? Was meinst du mit, was ist passiert? Da drin mit Noel? Nix. Nichts? Wirklich gar nichts? Hab ich nur gesagt, dass alles ein Traum ist. Jetzt fühlt sie sich besser. Irgendwas sonst noch? Nein, und jetzt lass uns gehen. Psst, ich sag's dir später, Chris. Naja, solange Susi glücklich ist, richtig? Wir können selber nicht reingehen. Ich versuche zu interagieren mit der Tür, darf aber nicht. Hier können wir natürlich nicht lang. Aber hier bei diesem Minigame. Ja, okay, da wurde ich jetzt gehittet. Ah, ich dachte, der wäre eine Reihe höher. Ja, hab ich mich nicht gut angestellt. Das eigentliche Queen Battlefield. Auch komplett ungenutzt in diesem Run. Ihr seht, wir sind am Ende der Mansion. Und damit kommen wir zum Finale des Snowgrave Runs. Und ehrlich gesagt, die Rede überspringen wir, weil das ist 1:1 dieselbe wie im normalen Run. Diese von wegen, ja, der Ritter hat die Welt kreiert und diese ganze Kraft schon krass. Aber hier bin ich, immer noch mit leeren Händen in meiner Mission. Noel ist in keinem Zustand, mir nun zu helfen. Sie muss sich erholen. Und der Vogeljunge, ich habe ihn gefühlt Jahre gesucht, aber meine Sensoren können ihn nirgends finden. Ah, wie nett von euch, dass ihr beiden gekommen seid, um mir zu helfen. Chris, Susi, wer von euch will der neue Ritter werden? Verpiss dich! Noel muss aufwachen. Aufwachen? Nein! Sie ist bereits zu sehr erwacht. Hallo? Game? Danke. Lass sie ihre Augen schließen und sie davonschlafen. In einen dunkleren Traum. Ist das eine Gerste-Anspielung? Und ja, wir werden nicht verschont werden von diesem Bullshit. Also, wer von euch
will mir helfen, diese Welt in Dunkelheit zu hüllen. Queen, warum? Willst du das Ganze so dringend freisetzen? Was ist das? Das Brüllen? Ja, das, was ist das? Wenn zu viel Dunkelheit freigesetzt wird, werden Titanen aus den Fontänen rausdrehen und alles zerstören. Alle Darkner werden zu Statuen und alle Lightner werden in endlosem Chaos versinken. Heiliger Zirkus, meinst du das ernst? Du hast das nicht gewusst? Nein. Well, doch nicht. Warum ihr das nicht im normalen Run machen konntet, ist mir nicht bewusst. Aber it works. Nun, damit sind meine Pläne im Arsch. Meine eine Idee, Noelle zu helfen, ist versagt. Komm, Chris, versiegle die Fontäne. Ich werde euch nicht im Weg stehen. Ja, wir bekommen nicht mal einen Boss. Es ist ein interessanter Run. Hey, warte. Du musst nicht, ich mein, es muss ja kein Abschied sein, weißt du? Bro? Fehler? Ich hab keine Idee, wovon du redest. Wir haben unsere eigene dunkle Welt, du kannst da bleiben, weißt? Wer weiß, vielleicht wirst du eines Tages sogar Noelle wiedersehen. Echt? Vielleicht. Fatale Ausnahme. Sweet in oh hell yeah. X. Susi, ich wusste, dass du ein nettes Mädchen bist. Hey, ich bin nur... Chris, versiegel die Fontäne. Ich werd nochmal Noelle sehen, bevor du das machst. Chris, ich werd Queen über unsere Stadt erzählen. Lemau. Chris, Ich blicke bereits voraus dazu, euer wacky Mitbewohner zu werden. Well, müssen wir es in diesem Run alleine machen, weil's am besten passt. In diesem Run jucken uns keine Freunde oder sowas. Ein Bagel kostet 120. Natürlich rüste ich mich jetzt nochmal aus für den Bosskampf, der jetzt definitiv nicht kommen wird, als ob wir den Run ohne Kampf beenden und als ob hier ein Savepoint und ein Itemautomat stehen, wenn wir keinen Kampf haben. Ich kann ehrlich gesagt schwer einschätzen, wie schwer das wirklich jetzt für mich wird. Ja, und wir haben keinen Platz mehr, glaube ich. Ja, Storage steht da. Dann haben wir jetzt einen Haufen Heil-Items. Okay, ehrlich gesagt. You felt tense. Versuch's mal im Kampf. Das werde ich eh nicht nutzen. Not gonna lie. So. Jetzt speichern wir nochmal, haben ein ganzes Inventar voller Items und versiegeln die Fontäne. Es war, als würde deine eigene Seele glühen. Lemau, nein! Ja. Spamton Neo ist der Endboss des Snowgrave Runs. Und nachdem ich schon so gut war im normalen Run, und diesmal haben wir genau einen Charakter. Lass mich danke sagen. Danke. Dank deiner total behinderten Stunts wurde ich Neo und jetzt ist es meine Villa, meine Stadt, meine Welt. Also warum stiehlst du die Fontäne? Um mich gleich hier über den Tisch zu ziehen beim guten Part. Was bist du, ein Spielshow-Host? Ah, Kind, vergiss es. Ich bin ein ehrlicher Mann. Ich werde dich deinen Weg hier raus bezahlen lassen. Bezahle. Mit deinem sehr schnell verschwindenden Leben.
spammte Neo Rematch. Snowgrave Endboss. Hier haben wir was, womit wir uns heilen können. Hier haben wir einen starken Angriff. Das heißt, kämpfen ist die einzige Option und Gott bin ich kacke. Ich erinnere mich noch, als du nur so ein kleiner verlorener Keck warst, in einem Dumpster geschlafen hast. Es gibt einen Bug, durch den man übrigens hier große Schüsse spammen kann ohne Ende. Und Problem dabei ist, das war ein Bug. Und Toby Fox hat sich gedacht, wir fixen das nicht. Wenn man das macht, aktiviert man jetzt einen Hard Mode. Ich hab dir alles gegeben, was ich hatte. Meine Anweisung. Ich habe dir gesagt, 4 verbleiben und gefragt, kaufen, nicht kaufen. So, der Angriff ist ganz gut. Wir können jetzt X-Slash machen und ihr seht den Damage. Ich habe dir meinen Ring vom Preis meines Lieblingsjahres gegeben. Also sorry, wenn ich nicht viel rede. Ihr wisst vielleicht, dass ich nicht gerade gut in diesem Battle bin. Und dementsprechend, So, noch ein Hit. Und so zahlst du mir das. Du behandelst mich wie DLC. Okay, der Angriff ist okay. Was wirklich ist für dich? Ich bin nicht gut. Das hat wer geliked, yay. Nein, ich verstehe es, du und dieser andere. Ihr habt gemacht nicht. What the fuck? Ich werde diesen Kampf niemals schaffen. Was habe ich gerade bei der Attacke eigentlich so falsch gemacht, dass das gar nichts gemacht hat? Wirklich, der Move war ja useless, meine Schüsse. Ach du meine Fresse, das schaff ich nie! Tryhard-Modus. Ich werde wieder nicht reden, ihr werdet mich nicht hören. Ich setz das Mikro wieder weg.
Es ist echt scheiße, muss ich sagen, mit dem Mikrofon. Da bin ich nämlich weiter vom Laptop weg und das macht es einfach schwerer für mich zu sehen. Ihr habt Hyperlink-Block gemacht, nicht? Und jetzt, dass ihr euren eigenen Vorrat habt, braucht ihr mich nicht mehr. Ich habe euch zu sehr vertraut, war zu ehrlich. Ich war schon immer ein Mann der Bomben. Ich hätte gewusst, ich hätte wissen müssen, dass du meinen Ring für Böses nutzen wirst. Oh, warte, deswegen habe ich ihn dir verkauft. Du dachtest, gefrorenes Hühnchen mit deinem Seitenhühnchen, das... Ich weiß, Seitenhühnchen ist keine Übersetzung dafür. Du hast gedacht, dass dich das frei macht. Ich schaff diesen Kampf nicht. Ich sag's, wie es ist, ich schaff den Kampf nicht. Ich kann mich halt irgendwie nur viermal treffen lassen oder so und danach tötet mich ein Angriff. Gut, ich muss jetzt komplette Tryhard-Phase machen. Kein Vorlesen mehr, kein gar nichts. Nicht dreimal hitten lassen.
Sorry für den Cut, war das Telefon. Also sorry, ich muss den Run hier, glaube ich, abbrechen. Ich schaff das nicht, wenn ich an einzelnen Angriffen alle Leben verliere. What the fuck? Thank you.
Zum Fick wurde ich da nicht getroffen? Wie bin ich jetzt 5 Angriffe No-Hit? Das ist so wichtig. Wenn man einen Teil in diesem Angriff zerstört, kommt das den ganzen Kampf nicht wieder. Die Attacke ist jetzt geblockt, auch wenn ich vielleicht die Augen sogar hätte behalten sollen, damit er nur noch die macht, weil die easy sind. Aber deswegen bin ich auch dieses Mal direkt auf die Nase gegangen, weil das die schlimmsten Angriffe sind. Ein Hit hätte mich getötet. Free Move. Aber nur 22 TP.
Leute, das war's. Das war's. Das war's. Mein gütiger Kunde, ich sehe, du versuchst meine HP zu löschen. Ich gebe zu, du hast Mut, Kid. Aber in einem 1 gegen 1 Kampf verliert Neo niemals. Es wird Zeit für ein kleines Blaulicht-Spezial. Angriff fällt und Defense steigt immens. Wusstest du nicht, dass Neo berühmt für hohe Defensive ist? Cries in Metaton Neo. Nun genieß das Feuerwerk, Kid. Wir haben gewonnen. Wisst ihr warum? Er hat gerade 6 HP. Ich weiß gar nicht, ob man ihn so tötet. Wisst ihr was? Der Sinn, was man jetzt machen soll. Man macht gefühlt keinen Schaden mehr. Er macht auch gefühlt keinen Schaden mehr. Macht nur noch diesen Angriff. Und man soll nach allen möglichen rufen, bis man zu Noelle kommt. Und wenn man Noelle ruft, Snowgrave kommt. Aber ich weiß, dass man die HP immer noch senken kann. Wenn ich mich einfach nur an eine Stelle stelle und gerade schieße. Dann dürfte mich eigentlich nichts treffen. Es wird eine ganze Weile dauern. Aber ich will das jetzt ausprobieren, weil ich nicht weiß, was passiert oder ob es überhaupt geht. Es ist möglich, dass er dann einfach auf einem HP gelockt ist. Ihr seht, das ist kein wirkliches Risiko, weil auch wenn ich jetzt mal getroffen wurde, der Schaden, den ich genommen habe, komplett irrelevant ist. Boah, beim YouTuber, bei dem ich geguckt habe, hat er aber den ersten Prozent der Leben deutlich schneller verloren. Euch spule ich das vor. Wahrscheinlich wird's mir eh noch zu langweilig gleich. Also wenn nicht in ein, zwei Angriffen der erste Prozent weg ist, dann lasse ich's. Ich würde sagen, wenn die TP voll sind. Ja, ich wusste, dass es lang dauert, aber ein bisschen schneller dachte ich, geht's. Also, wenn ihr wissen wollt, was da passiert, müsst ihr es selber versuchen oder gucken, ob wer auf YouTube das gemacht hat. Chris ruft nach Hilfe. But nobody came. Das ist eine eindeutige Undertale-Referenz. Was? Du rufst deine Freunde? Du glaubst, du kannst mich mit der Magie deiner Freunde bezwingen? Versuche es, rufe alle, wie du willst. Niemand wird jemals abheben. Ich werde sogar noch getroffen, ich Affe. Versuche es und schrei in den Receiver. Irgendwann verschwindet die Stimme. Deine Jire. Bis du realisierst, dass du alleine bist. Nun, vermutlich spricht Spamton da aus Erfahrung, wenn man die Hintergrundgeschichte ein bisschen verfolgt hat. Es wird keine Magie mehr geben. Keine Wunder. Du hast es verloren, als du versucht hast, zu weit zu sehen. Du hast es verloren. Du machst mich krank. Die Namen deiner verlorenen Freunde am Boden einer Müllhalde rufen. Niemand wird dir helfen. Versteh das endlich, du Wurm. Okay. Noelle.
Jeden Namen ruft man aber nur, als Namen flüstert man nur. Sie! Du versuchst immer noch, sie zu benutzen. Du glaubst, sie kann dich jetzt hören, wie du ihren Namen flüsterst. Was will sie tun? Mich zu Eiscreme machen? Hey, wird's hier drin kalt oder bin das nur ich? Wir bekommen nicht einmal die Cutscene. Wir hören die Snowgrave-Sounds und versiegeln die Fontäne. Ja? Wir haben Snowgrave geschafft. Der Metaton, der spammte Neophyte ist schwerer in diesem Run, behaupte ich. Und damit der schwerste Kampf in diesem Game. Hä? Birdly ist... Wecker? Ein Traum, es war wirklich nur ein... Susi? Susi, warum... Was machst du hier? Du hast uns zum Lernen eingeladen, ne? Ah ja, richtig. Ich hab das, oder? Du hast gute Laune, hast du. Gut geträumt. Es war ein Albtraum. Oh. Ich bin nur glücklich, dass ich aufgewacht bin. Das Ende war nett allerdings. Was passiert? Naja, also... Hey, Birdly, lass uns gehen. Birdly? Er hat zu viel gelernt, also... Du verdienst ein bisschen Pause, weißt du? Süße Träume. Birdly wacht in diesem Run nicht mehr auf. Was guckst du? Du hast keinen Schweif, oder, Susi? Nein? Wirklich? Das ist gut. Was? Das war weird, Chris. Irgendwie fühlt sich nicht an, als hätten wir die Welt gerade gerettet. Chris, hey, warte eine Sekunde, Chris, wir haben die Welt gerade gerettet, oder? Wir sind wie Helden, verdammt, und niemand weiß es. Sind wir wirklich Helden? Also, ich zumindest nicht. Ist wahrscheinlich besser, oder? Wenn die Leute wüssten, dass die Welt in Gefahr ist, würden sie durchdrehen. Ah, auch wenn Zack das neue vergessen muss. Und ich muss nochmal einen Cut setzen. So, hi. Was auch immer, lass uns gehen. Ja, das werden wir. Er ist nicht wach. Was genau das heißt? Du hast noch alles eingesammelt im Raum, bevor du gegangen bist. Mann, spät, oder? Ich glaube, du solltest heim, ne? Alles klar, du musst nicht sagen. Willst nicht alleine heimlaufen, ne? Naja, wenn du mich zwingst, schätze ich. Lass uns gehen. So, wenn man Snowgrave macht. Silverdrake, das ist ein neuer. Alles klar, was ist der Plan? Vielleicht könnten wir... Eisschock versuchen? Ihr wisst warum. Eisschock. Eis auf den Eispalast, Boss. Willst du nicht irgendwie Fireschock oder sowas probieren? Ja, du hast recht. Hier, lass mich doch mal probieren. Nein, ich will's selber steuern. Das ist nicht wie du, einen Controller so zu behalten. Alles gut bei dir? Ja, natürlich. Mir geht's gut, Dad. Ich bin in der Bücherei eingeschlafen und, weißt du, hatte einen seltsamen Traum. Noel. Ich wusste, dass Birdbrain dich einschläfern würde. Okay, der Satz war seltsam, aber... was hat er gesagt? Hat er begonnen, über seine Lektion zu reden? Oder hat er über die Ungleichheit in Children Fighting Games geredet? Darf ich anmerken, dass ich als Smash Bros. Player, der auch Tierlists erstellt, mich irgendwie ein bisschen angegriffen fühle? Nein, er ist auch eingeschlafen. Wow, er hat sogar sich selbst gelangweilt. Ja, anscheinend. Na, klingt so, als hättet ihr beide ein bisschen viel gelernt.
Warum gehst du nicht nach Hause und entspannst dich? Ich sehe dich morgen in der Kirche. Dad, wirst du wirklich okay sein, hinzugehen? Natürlich. Nimm's locker. Okay, dann, ja, ich geh. Tschüss. Wir sehen uns morgen. Tschüss, Dad. Chris? Chris, was tust du hier? Wenn ich's wüsste. Susi? Oh, das ist Susi. Susi, nice. Hab schon viel von dir gehört. Hast du? Cool, ich glaube, ich muss gehen. Susi, hä? Ja? Ein falscher Schritt und ich trete dir in den Arsch. War nur ein Spaß, also. Halbwegs. Na dann? Hey, Susi, kann ich noch mal mit dir eine Sekunde reden? Okay. Ja? Komm schon, es war nur ein böser Traum. Aber es hat sich so echt angefühlt, ich kann es nicht aus meinem Gedächtnis verbannen. Diese Stimme, die mir gesagt hat, was ich tun muss. Eine Stimme, die nicht ist wie Chris' Stimme. Welche Stimme meint sie nur? Eine schreckliche Stimme. Chris. In letzter Zeit war irgendwas anders an ihm. Warum hat niemand anderes das mitbekommen? Ich muss rausfinden, was es ist. Warum Chris so seltsam sich verhält. Warum sie immer wieder zum Krankenhaus kommen. Um dich zu sehen. Hä? Chris? Wie lange? Wie lange bist du da schon gestanden? Du hast mich wirklich erschreckt, weißt du? Ruhig bleiben, Noel. Es gibt nichts zu befürchten. Ein Traum ist ja nur ein Traum, richtig? Dann warum war ihre Stimme gerade eben so... Ist so schrecklich. Da ist jetzt die Frage, was davon ist creepiger? Gar nichts sagen oder... Weil es kein Traum... Okay, let's be honest. Wir werden eh nichts sagen dürfen. Hey Chris, lass uns gehen. Mann, er hat mir lauter Zeug über Noelle erzählt, wie so... Ihre Lieblingssachen, Orte, wo sie gern hingeht. Keine Ahnung, was zum Fick er wollte. Also, was zum Fick habt ihr gemacht? Nichts, Susi. Ich wollte nur gerade heimgehen. Tschüss. Und weg ist sie. Ich glaube, sie hat wieder Angst vor mir, oder? Nein. Nicht vor dir. Ah, wär nett. Wenn sie wüsste, dass alles, was geschehen ist, real ist, ne, Chris? Ja, komm, versuch mal ein bisschen enthusiastischer zu sein. Oh, ich glaube, du würdest auch nicht wollen, dass sie wüsste, dass es alles real war. Hey, Chris, sollten wir nicht mal Lancer checken? Oh ja, stimmt, ich muss da noch hin. Ja, die Folge heute ist jetzt doch ewig lang. Mal gucken, vielleicht entscheide ich mich kurzfristig noch, es in zwei zu splitten oder ihr kriegt einfach eine arschlange Folge. Ich würde aber sagen, auch wir cutten an dieser Stelle, beenden, wenn nichts Besonderes nach dieser Szene mehr kommt. Und wenn ich noch was finde, schneide ich es euch noch rein. Also ist das eure Stadt? Es ist... cool. Die Einwohnerzahlen sind so wundervoll niedrig. Ich wette, meine Butler werden das lieben. Wo sind sie überhaupt? Oder Taskmanager oder auch nur Task? Ja, nach dem Snowgrave Run. Wir haben niemanden rekrutiert. Natürlich ist keiner hier. Hey Chris, wo sind alle? Keine Sorge, Queen, ich bin hier. Ich und nur ich. Naja, ich glaube, ich werde zu meinem Raum gehen. Ja, auch Queen mag das nicht so, was hier abgeht. Chris, ich wette, du musst mit einigen reden, aber du musst nicht alles auf einmal machen. Kannst speichern, okay? Wozu? Ist ja eh kaum jemand hier.
Wir können jetzt zum Beispiel auch mal in diesem Run ins Dojo gucken und... Ja. Hi. Hier fehlen aus irgendeinem Grund... zwei... Battles. Könnte es dran liegen, dass wir die dazugehörigen Gegner nicht rekrutiert haben? Natürlich tut's das. Nubert ist nicht hier. Queen chillt einfach nur hier oben. Nicht irgendwie mit Lancer am Abhängen oder irgendwas. Einfach nur hier am Raum am Warten. Redsail wird bald meinen Raum oben wieder einrichten. Keine Sorge. Ich hab vieles, was ich verlange. Auch selbst wenn ich einen tollen Raum hab. Wer wird denn da sein, den ich dazu zwingen kann, ihn zu genießen? Ich frag mich, was Noelle gerade macht. Ja. Queen ist nicht im Ansatz so arrogant, abgehoben, freundlich, sag ich mal. So überheblich wie am Ende des normalen Runs. Stattdessen ist auch sie ein bisschen niedergeschlagen hier. Dann gucken wir mal, ob wir noch was finden. Viel erkundet habe ich nicht gefunden, aber auch nichts. Damit endet Deltarune Chapter 2 auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch auf diesem Video auch gerne nochmal ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns dann hoffentlich beim anderen Projekt und irgendwann bei Chapter 3. Ich freue mich drauf, wenn Chapter 3 bis 5 sind es, glaube ich, gleichzeitig released werden sollen. Und bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Chapter 2 war wirklich, wirklich cool. Also, ja. Hoffentlich bleibt das bei diesen Standards. Wir sehen uns dann. Bis bald. Und ciao.